Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Venetica. In der letzten Folge haben wir die Fürstin der Derwisch-Assassinen getötet, die uns den Weg in die Stadt Venedig versperrt hat. Zum einen eben, weil wir nach Venedig müssen, zum anderen, weil die Derwisch-Assassinen uns angegriffen haben, haben wir Rache geübt in einem sehr epischen Bosskampf. Und jetzt können wir endlich die Stadt Venedig betreten. Stadt betreten. Du hast Venedig erreicht, eine große Stadt. Behalte stets deine Mission im Auge, du kannst sie im Tagebuch nachlesen. Du wirst viele Menschen treffen, die dir auf deiner Mission weiterhelfen können. Ja, das ist die Stadt Venedig. Du bist ein Bandit, oder? Nur diese grauen Banditen kommen vom Wassertor hierher. Seit die da unten sind, muss ich woanders schlafen. Tja, wir könnten ihm jetzt ein bisschen Angst machen, aber wir sagen ihm lieber, dass das Wassertor wieder sicher ist. Das Wassertor ist wieder sicher, kleiner Freund. Hey, dann bist du ein Held. Wenn ich groß bin, werde ich ein Held, genau wie du. Der süß, der Kleine. Wer ist es denn? Erzähl mir was über dich. Ich mache Botengänge für die Leute, weißt du? Hafen, Arsenal, äußerer und innerer Bezirk. Ich kenne sie wie meine Westentaschen. In den Straßen ist es nachts sehr gefährlich, aber kein Bandit kriegt mich zu fassen. Meine Eltern sind tot, also schlafe ich auf der Straße. Sonst noch was? Tja, ziemlich arm dran, der kleine Junge. Waisenkind, obdachlos und schlägt sich damit rum, dass es Botengänge gibt, die er zu tun pflegt. Nun ja, fragen wir ihn mal, wo es Arbeit gibt. Weil wenn er Botengänge macht, dann weiß er sicher auch, wo es Arbeit gibt. Wo kann ich Arbeit finden? Ich weiß nicht so genau. Also es gibt den Orden des Heiligen Siegels. Die sind aber nicht sehr nett da. Und sie kämpfen viel. Dann gibt es noch die Schattenflügel. Manchmal mache ich Botengänge für die. Sie bezahlen immer gut. Und im inneren Bezirk gibt es das Netz der Maske. Aber von denen hört man nicht viel. Okay. Wir sind also drei Institutionen, wo wir vielleicht mal nachfragen könnten. Fragen wir mal nach Sophistus, vielleicht weiß der Kleine ja was. Hast du jemals etwas über Sophistus gehört oder etwas über magische Bücher? Bücher? Keine Ahnung, von was du da sprichst. Aber warte mal! Die Leute sagen, dass es da einen Kerl gibt, der komische Sachen mit Papier und Schriftrollen macht. Er heißt Nox und wohnt in den Hintergassen. Ich kann dich hinführen, wenn du willst. Ja, tun wir uns doch mal von dem Kleinen hier zu Nox führen lassen. Ja, führe mich zu Nox. Neuer Auftrag, wo ist das schwarze Grimoire und ein paar Hinweise. Dann schauen wir doch mal, wo ist das schwarze Grimoire? Ein Botenjunge hat mir gesagt, dass eine Person namens Nox etwas über Sophistos wissen könnte und damit auch über das schwarze Grimoire, das ich zerstören soll. Nox lebt in den Hintergassen. Ja, da lassen wir uns jetzt von dem Kleinen hinführen, aber ich werde mal, weil wir jetzt wieder in der Stadt sind, die normale Kleidung anlegen, weil man muss ja nicht unbedingt raushängen lassen, dass man ein bisschen was im Kämpfen kann. Ja, der Kleine ist übrigens Rico. Neu in der Stadt, wie? Vielleicht kann ich erklären, wo es lang geht. Nee, danke, ich muss gerade dem Kleinen hier folgen. Danke. So, mal ein bisschen schnell laufen, damit wir aufschließen. So, hier haben wir verschiedene Händler, zu denen ich später noch kommen werde. Dann machen wir später mal einen Rundgang und schauen, wo wir was loswerden können. Und so laufen wir jetzt mal kurz dem Kleinen hinterher durch den äußeren Bezirk von Venedig. Hinter den Marktständen entlang. Hier eine schöne Statue.
Mit einem Baden vorne dran. Nichts ist heute mehr sicher. Und da die großen Tore von Venedig, wo es übrigens auch wieder auf die Brücke rausgeht Richtung San Pasquale. Na, werfen wir mal kurz ein paar Dukaten rein. Hat er das mit Absicht gemacht? Ein Held wird versagen und übel geschieht, nimmt er sich keine Zeit für eines Bardenlied. Sehr nett. Ah, da ist Rico. Schnell wieder aufschließen. Da ist eine recht große Brücke über den Fluss. Da werden wir später noch rübergehen, aber erstmal folgen wir dem Kleinen. Der könnte ruhig ein bisschen schneller laufen. So, was haben wir hier? Ah, Kampftraining hier beim Orden des Heiligen Siegels. Das heißt, hier ist dieser Orden. Gut, das ist gut zu wissen. Dann können wir gleich nämlich, wenn wir den Rückweg antreten, hier vorbeigehen, weil wir müssen ja noch einen Brief abgeben. Aber erstmal dafür sorgen, dass uns der Kleine nicht wegläuft. Ich höre hier doch ein Nexus-Portal. Müssen wir später eruieren. So, jetzt sind wir in den Hintergassen. Genau hier soll Nox wohnen. So, hier. Ah, wie geht's dir? Ach so, okay, dann gehen wir mal kurz. Ja, also hier in der Nähe soll Nox wohnen. Hier beim abgeschlossenen Haus wohl eher nicht. Schauen wir mal kurz nach da oben. Da steht jemand. Hey da, wenn du nach Nox suchst, der ist nicht zu Hause. Ich glaube, er ist zum alten Tempel beim Marktplatz gegangen. Ah, okay. Der ist also nicht da. Aber wer ist das denn jetzt bitte? Das ist Ratte. Na, sehr schön. Cooler Name. Du warst also noch nicht oft in den Hintergassen? Nicht wirklich, aber wer bist du eigentlich? Wer bist du? Das geht dich gar nichts an. Ach, komm schon. Du scheinst ein wichtiger Mann zu sein. Ich wüsste zu gern mehr. Naja, also so wichtig ist meine Arbeit jetzt auch wieder nicht. Ja, was weißt du denn über die Stadt, oder? Moment, er hat gerade von seiner Arbeit geredet. Frag mal da mal weiter. Was tust du hier? Ich bin ein Wachposten. Jeden Tag melde ich meine Beobachtungen einem kleinen Laufburschen. Und der sagt's dann Rabe, meinem Boss. Das Problem ist jetzt aber, dass der kleine Drecksack seit Tagen nicht mehr hier vorbeikommt. Ich aber meinen Posten nicht verlassen darf. Und was jetzt? Moment mal. Wie wär's, wenn du dem kleinen Rotzlöffel klar machst, dass er gefälligst wieder hier aufzukreuzen hat? Ich würde mich dankbar erweisen. Können wir machen? Okay, aber was weiß er über die Stadt? Was kannst du mir über die Stadt erzählen? Eine schmutzige Stadt. Schmutzig und am Verrotten. Man nennt mich Ratte, aber das ist natürlich nicht mein richtiger Name. Die meisten von uns tragen solche Namen zum Schutz. Der kleine Nachteil ist, dass man dann daran auch erkennt, wer einer von uns ist. Und wenn du noch einen kleinen Hinweis willst, dann halte dich nachts von den Straßen fern. Die Banditen halten Ausschau nach Reichen und nach Fremden, um sie in Stücke zu reißen. Man sieht sich. Ja, sehr nett. Neuer Auftrag, Rattenarbeit. Ja, wir müssen Rico überreden, wieder für Ratte zu arbeiten. Rico steht noch unten, das ist sehr gut. Und eine Aktualisierung für Wo ist das schwarze Grimoire? Ich habe erfahren, dass Nox einen verlassenen Tempel besucht, der sich in der Nähe des Marktplatzes befindet. Vielleicht kann ich ihn dort finden. Okay. Dann gehen wir mal kurz nach unten. Da bist du ja wieder. Ich gehe zum alten Tempel zurück. Soll ich dich dahin zurückführen? Nö, ist nicht
Brauchen wir nicht wirklich. Vielleicht ein andermal. Aber, Rico, warte mal kurz. Ah, wie geht's dir? Sehr schöne Kameraperspektive. Ja, Ratte wartet auf dich. Ratte sagt, du besuchst ihn nicht mehr. Den hasse ich. Er schlägt mich immer. Schlimmer als mein Vater. Also ich meine, als mein Vater noch am Leben war. Mhm. Ja, wir könnten ihn jetzt freundlich überreden. Probieren wir es mal. Es wird besser sein, wenn du wieder zu ihm gehst. Ja? Glaube ich nicht. Gut, so wahrscheinlich nicht. Dann wird... Probieren wir es nochmal? Komm schon, er gibt dir sicher etwas Geld für deine Arbeit. Manchmal gibt er mir was, manchmal nicht. Er ist ein schlechter Kunde. Na gut, vielleicht können wir ihn mit ein bisschen Süßigkeiten dazu überreden. Wie wäre es mit etwas Naschzeug? Ja, aber nicht von dir. Ratte muss es mir geben. Na, der hat Prinzipien. So, warte mal kurz, Rico. Wie geht's dir? Du könntest mir nämlich noch sicher sagen, wo man sich ausruhen kann. Wo ist es sicher, sich auszuruhen? Hier ist es nachts nicht sicher. Du solltest zur Gaststätte im Handelszentrum gehen. Einfach über eine der drei großen Brücken gehen. Okay, das ist sehr gut zu wissen. Dann gehen wir jetzt wieder. Bis später. Und sagen wir dem Ratte Bescheid, dass der dem Rico doch ein bisschen netter behandeln sollte. So, einmal. Hallo. Ja, Rico will Naschzeug von dir. Dein Laufbursche sagt, er hätte lieber Naschzeug von dir anstatt Schläge. Ja, was denkt sich der Frechdachs eigentlich? Weiß wohl, dass er mich in der Hand hat, der Bursche. Wird mal ein prima Bandit. Naschzeug hin, Naschzeug her. Ich kann ja nicht einfach einkaufen gehen. Ich sitze hier fest. Ja, wir können ihm das Naschzeug auslegen. Hier ist das Naschzeug. Nicht selber essen. Nun denn, ein Wachposten muss wohl tun, was ein Wachposten tun muss. Also her mit dem Zeug. Und danke. Vielleicht bist du doch ganz vernünftig. Sobald der Bursche hier aufkreuzt, werde ich dich an Rabe empfehlen. Ja, sehr nett. Wo ist denn dieser Rabe? Kannst du es gleich mal sagen? Wo kann ich Rabe finden? Bist eine gute Seele. Also, hör zu. Du musst einen der Türme des Handelszentrums hoch, aufs Dach. Da findest du das Rabennest. Okay. Wir haben noch ein paar Hinweise zum Auftrag erhalten und eine neue Stufe. Sehr schön. Schauen wir mal. Ah, hier wurde ein Auftrag abgeschlossen. Und machen wir doch gleich mal das Level-Up noch. Konstitution, Weisheit und Stärke diesmal. So, dann würde ich sagen, schauen wir als nächstes mal hier runter. Hier war noch ein Nexus-Portal zu hören. Schauen wir mal, ob wir hier was haben. Ja, da haben wir doch was. Eine geheime Kammer mit einem Ofen, aber sonst nehmen wir kurz die Laterne raus, damit wir ein bisschen was sehen. Da ist noch eine Truhe, sehr schön. Einmal durchsuchen. Goldenes Besteck und Dukaten, die können wir mitnehmen, aber ansonsten scheint hier nichts zu sein. Okay. Ein zweites Portal vielleicht? Nein, dann gehen wir wieder raus. So, dann war hier um die Ecke noch der Orden des Heiligen Siegels, wo wir ja einen Brief abgeben müssen. Dann schauen wir doch mal hier rein.
Hab dich hier noch nie gesehen. Kommst du, um zu trainieren? Oder benötigst du etwas anderes vom Orden des Heiligen Siegels? Ah, anscheinend können wir hier auch trainieren, aber erstmal übergeben wir die Nachricht von Ingvar. Ich habe eine Nachricht für dich. Lass mich einen Blick darauf werfen. Was? Benedikt? Tot? Und Ingvar im Exil? Du bringst schlechte Neuigkeiten. Sie feuern meinen Hass nur an. Was ist aus dieser Welt geworden? Ja. Dann fragen wir doch mal, was eigentlich der Orden des Heiligen Siegels ist. Erzähl mir etwas über den Orden des Heiligen Siegels. Wir sind eine uralte Vereinigung. Wir lieben die Rache. So wie der heilige Antonius, unser Gründer, sie uns gelehrt hat. Unsere Prinzipien erlauben kein Versagen. Für das verkommene System dieser Stadt haben wir nur Hass übrig. Es war von Anfang an falsch, die Leute ihr eigenes Schicksal bestimmen zu lassen. Schau, was nun aus uns geworden ist. Verdorbene Seelen haben Venedig übernommen. Wahrhaftig soll das Volk nur vom Schwert regiert werden. Und einzig vom stärksten Schwert. Dafür werden wir immer kämpfen. Wir predigen Zorn und Zerstörung mit der Klinge. Und wir nehmen nicht viele in unsere Reihen auf. Nur diejenigen mit starkem Zorn und besonderen Fähigkeiten sind willkommen. Ja, wir könnten jetzt Mitglied im Orden des Heiligen Siegels werden. Allerdings gibt es noch andere Gilden, wo wir Mitglied werden könnten, und leider schließend die eine Gilde alle anderen aus. Dementsprechend schauen wir uns erst noch um, bevor wir die Mitgliedschaft erfragen. Oder ich bin darum überlegen, ob wir überhaupt hier in den Orden reingehen. Ja, aber hier gibt es auch Training, also fragen wir mal nach. Welches Training bietest du an? Du kannst hier Kampffertigkeiten erlernen oder Fähigkeiten trainieren, die du schon gemeistert hast. Neue Fertigkeiten erweitern deine Möglichkeiten in Kämpfen gewaltig. Und unser Training zeigt dir, wie du gegnerische Schläge abwehrst. Die Art, wie jeder anständige Krieger kämpfen sollte. Ja, hier könnten wir Fertigkeiten trainieren und Körperfertigkeiten lernen. Schauen wir mal rein. Ich möchte Kampffertigkeiten erlernen. Neben anderen Künsten sollte jeder wahre Krieger lernen, die Schläge seines Gegners zu parieren. Ja, und wie man sieht, haben wir hier sehr, sehr, sehr viel, was wir erlernen können. Zum Beispiel für die Mundklinge die Todesladung. Ein Riss zwischen den Welten entsteht und verlangsamt den Feind für 5 Sekunden. Das ist aufladbar. Und danach könnten wir die Mondklingenparade erlernen. Nimm einen defensiven Stand ein, um Angriffe von Schwertern und Mondklingen abzuwehren. Sehr schön. Des Weiteren haben wir hier die Schwertparade. Nimm einen defensiven Stand ein, um Angriffe von Schwertern und Mondklingen abzuwehren. Ja, klar. Die Macht des Speers haben wir noch, also hier alle Speerfertigkeiten. Na gut, alle nicht, hier können wir nicht weiter. Die Macht des Speers, füge einen weiteren Sonderschlag an deine Kette von Attacken mit dem Speer an. Das nehmen wir gleich mal mit. So weit wie es geht. 3 Stück, okay. Weil wir sicher auch noch bald den Speer bekommen werden. Und da werden wir es brauchen. Hier könnten wir jetzt die Schildparade nehmen. Nimm einen defensiven Stand ein, um nahezu alle Nahkampfattacken abzuwehren. Sehr nett. Hier haben wir noch Atemnot. Raubt dem Gegner für 8 Sekunden die Luft und bewirkt zudem 10 Schaden. Okay. Das könnten wir jetzt alles erlernen. Ich glaube, wir gehen mal auf die Todesladung. Und nehmen dann die Mondklingenparade mit. Genauso wie die Schwertparade. Und bis zur Hammerparade runter werden wir mit den Fertigkeitspunkten, die wir haben, nicht kommen. Dementsprechend denke ich, dass wir die Fertigkeitspunkte erstmal sparen, weil wir jetzt noch einige Fertigkeiten lernen können hier in der Nähe. Jetzt, wo wir in Venedig sind, haben wir sehr, sehr viele Leute, mit denen wir reden können und werden sicher auch noch andere Fertigkeitslehrer finden. Ja, und wir haben doch gerade noch gesagt bekommen, dass wir Euranga auch lernen können, wie wir Angriffe blocken. Was genau willst du? Und da fragen wir mal nach. Ich möchte kämpfen üben. Du kannst üben, die Schläge deiner Gegner zu parieren, wenn du das Parieren gelernt hast. Ja, dann üben wir doch mal das Parieren. Ich will das Parieren üben. Lass uns anfangen. Beim Kämpfen geht es nicht nur darum, Schläge zu landen. Wenn du wirklich ein überlegener Kämpfer werden willst,
Dann musst du lernen, die Schläge deines Gegners abzuwehren und zu kontern. Und denke immer daran, deine Waffe weise zu wählen. Ein Schwert kann nur ein Schwert oder eine ähnliche Waffe parieren. Einen Hammer oder eine große Axt wirst du mit deinem Schwert nicht aufhalten. Ha! Also beobachte deinen Gegner und wähle erst dann deine Waffe. In dieser Übung werde ich dich mit meinem Schwert angreifen. Wir fangen an. Halte Blockieren gedrückt, um die Schläge deiner Gegner abzuwehren. Wenn der Gegner zugeschlagen hat, drücke schnell die Aktionstaste, um einen effektiven Gegenangriff zu starten. Okay, aber jetzt muss ich noch eben hier die Mundklingenparade ausrüsten. So, er greift uns. Ah, das war zu spät. Das war gut. Na, der schlägt sogar rein, wenn wir schon ewig lang blockiert haben. Ah, okay. Ich bin erstaunt. Deine Verteidigung ist besser, als ich gedacht hatte. Sehr gut gemacht. Sehr schön. 150 Erfahrungen noch. Und ich glaube, das dürfte so ziemlich alles sein, was wir haben. Dementsprechend werden wir mal zurück Richtung Marktplatz gehen.